And do this all the way from left to right, to left to right. A little faster. All the way, more. Yeah, that's good with the smile. Open your mouth. Nice. What else would you expect? Of course he, I mean, that's the way they do stuff here with Rammstein. They do it all the way. I mean, it could have been a cable going this way, but if it could go here, it's better. So he did it. It's a better story to tell. Du bist das Schiff, ich der Kapitän. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Und abends, wenn er witzig sein will, zieht er dann den Korken da aus und trinkt was, macht so und dann sprüht er das raus. Und das findet er gut. Ist total entzündet, kann man sterben von, aber ihm geht's gut. Er hat sofort gute Laune, habe ich so gesehen. Wunderbar. Finde ich auch total beeindruckend, dass man so viel, also für die Kunst, opfert. Das tut dir gut. Till braucht Schmerzen. Die Texte sind ja nicht alle aus dem Finger gesogen. I can tell when I shoot the performance, I can see in Till's face that it comes from, you know, a real place. You know, there's a lot of darkness in there. Es geht nur noch aufrüsten. Es gibt kein Abrüsten bei Rammstein mehr. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen schade manchmal mitunter. Manchmal würde man sich schon freuen, irgendwie einfach eine Show zu machen ohne irgendwas. Aber es funktioniert bei Rammstein einfach nicht mehr. Also es ist nur noch volle Ladung. Und naja, siehst du ja. Wir fahren jetzt mit 20 Trucks los. Wollten eigentlich, letzte Tour waren wir mit 13. Hat unser Manager gesagt, okay, 14 ist okay, 15. Dann wurden 17, 18, jetzt sind wir mit 20 Trucks. Wir sind viel zu over budget, sagt der Amerikaner, ja. Und müssen wir mal sehen, müssen. Am Ende bleibt nichts übrig. Wie von Nein, 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 muss. Können wir da mal mit Beweise hier? Ja, 14 und 4, ja. Ich glaube, wir dann irgendwie Overpayment machen müssen, ja. Schon fertig. Das ist so die Idee, dass wir innerhalb in diesen 3 Jahren touren wollen. Wir haben so einen Rhythmus von 6 Wochen spielen und 4 Wochen frei und wollen 200 Shows machen. Das sind ungefähr 2,5 Jahre bis zu 3 Jahre. Und was ihr da an Licht hinhängt, klingt wie chinesisch, hinhängen. Das sehen wir ja gar nicht, wenn wir auf der Bühne stehen. Das sehen die nur im Publikum. Bis jetzt setzen wir das Geld der Fans gut um, also gibt schon mal zu kicken. Flake muss immer viel erdulden von Till. Beim letzten Mal saß er im Kochtopf und wurde gegrillt, also er ist das gewöhnt. Er ist Kummer gewöhnt. Wir wollen auch nicht, dass hier was passiert. Das hier kann man sich einfach draufschmeißen. Ja, 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 das kibbelt so weg. Das haben wir extra so. Cool. Ne? Was sagt Till? Eisenmike hat gerade jetzt die Badewanne mitgebracht. Die hat er auf Tills Anweisung hingeschweißt. In dieser Badewanne wird Flake misshandelt von Till. Er wird mit flüssigem Metall überkippt. Um den Liedtext Ich tu dir weh bildlich zu unterstreichen. Weil der Flake der Schwächste der Gruppe ist, und dann muss er immer dran glauben, weil er es nicht wehren kann. Till ist der Stärkste und deswegen ist immer Flake Mode. Das ist eine Beleidigung, die ich hier nicht hinnehmen werde. Also er ist natürlich geschützt. Er liegt natürlich nicht im offenen Feuer, aber man muss schon alles richtig machen, sonst ist das eine durchaus sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich kenne Till jetzt schon eine Weile und der passt dann auf, dass mir dann nichts passiert. Komm raus! Es gibt sicherlich Bands, die auch Pyrotechnik einsetzen, vielleicht auch in einer vergleichbaren Menge von der Effektstückzahl. Ich denke aber, dass Rammstein mit der Art der Effekte, also wie nah sie Effekte an sich heranlassen, am Körper selbst haben und auch mit den Ideen, die sie da einbringen, schon einzigartig sind. Ich freue mich wirklich drauf. Wir waren 4,5 Jahre nicht mehr auf Tour und das ist so ein bisschen wie, wenn man
4,5 Jahre ein Mädchen datet und nicht wirklich zum Abschluss kommt. Insofern freue ich mich irgendwie ziemlich, dass wir endlich mal wieder irgendwie hier auf der Bühne stehen können. I think I burned some hair on my arm because you can really feel the, you know, my hair would go like poof in a second. That would be a good story though, to come home with no hair because of Rammstein. I would like that story, that would be cool.